willkommen zur heutigen Ausgabe von CESI Talks. CESI Talk ist ja eine Interviewreihe im Rahmen unseres Projektes WEEP. Und da geht es darum, nicht nur, sage ich mal, die negativen Seiten Europas oder der EU an unsere Mitgliedsorganisation und deren Einzelmitglieder zu bringen, sondern auch die vielen, vielen aus unserer Sicht bestehenden Vorteile. Die Verbindung ist ein wenig wackelig. Heute zugeschaltet ist Frau Evelyn Regner. Frau Regner, Mitglied im Europäischen Parlament, Mitglied in der Fraktion der S&D, wenn ich das einfach so abkürzungstechnisch sagen darf, aus Österreich. Frau Regner ist natürlich Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter und auch für uns natürlich sehr wichtig, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Frau Regner, herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass ich beim CESI Talk dabei sein darf. Frau Regner, vor ein paar Wochen gab es den G7-Gipfel, anlässlich dessen vorgeschlagen worden war, einen weltweit gültigen Mindeststeuersatz von 15% für global agierende Unternehmen einzuführen. Was halten Sie A davon und B, was muss jetzt passieren? Also eine super Sache, unglaublich wichtig. Die gesamte Gesellschaft braucht es. Die Gesellschaft wird getragen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die mit ihren Einkommensteuerbeiträgen, mit ihrem Umsatzsteuerbeitrag quasi die Gesellschaft komplett tragen. Es ist notwendig, dass Unternehmen ebenfalls ihren Beitrag leisten. 15% ist mir natürlich zu wenig, ich hätte lieber 25%, aber allein das in den Mund zu nehmen und zu sagen, wir setzen uns hin. Wir reden nicht mehr vom Steuerwettbewerb, sondern wir gehen es an und schaffen eine Mindeststeuer ein, ist unglaublich wichtig, ist ein unglaublich positives Zeichen. Also, good news. Und was muss jetzt passieren? Das muss natürlich ist erstmal eine Deklaration, eine Erklärung, wo muss jetzt angesetzt werden, sagen wir natürlich auf EU-Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, um das auch zu konkretisieren, sage ich jetzt mal. No, it's a long way. Also, es ist wichtig, dass wir auf europäischer Ebene vorantreiben innerhalb der Europäischen Union. Das ist unglaublich schwierig mit Einstimmigkeit bei Steuern, das wissen wir ja. Also es ist keine leichte Angelegenheit, aber der Druck von außen, von den USA, von Kanada hilft vielleicht. Wir können uns da gegenseitig beflügeln. Ich bin in Kontakt mit dem Senator von Maryland, der diese Bill diesbezüglich in den USA vorlegt. Also er sagt natürlich, das ist eine riesenschwierige Sache, aber sie probieren es und wir unterstützen uns da gegenseitig, so gut es geht. Von G7 zu G20, das ist natürlich dann noch umso schwieriger, aber es muss immer Mutige geben, die vorangehen, weil sonst sparen wir uns zu Tode und die Unternehmen leisten nicht ihren Beitrag. Das erodiert. Das macht die Leute nicht nur arm, es gilt die Frage zu beantworten, wer zahlt die Krise, sondern es erodiert die Demokratie. Das heißt, es brennt der Hut und es ist wichtig, das anzupacken. Frau Regner, wir vertreten ja viele, viele öffentliche Bedienstete und wir sind ja jetzt in Zeiten oder leben in Zeiten, wo man, wenn man das ein bisschen so salopp sagen darf, wo nicht so genau auf die Ausgaben oder Staatsausgaben geschaut wird. Wir erwarten natürlich dann auch eine Rückkehr der Sparmaßnahmen, der Austeritätspolitiken. Gleichzeitig haben wir natürlich Angst, Sorge davor, sagen wir es mal so, dass die öffentlichen Dienste auch in Zukunft wieder zurecht oder kaputt gespart werden. Was kann man fiskalpolitisch, sage ich mal, oder in Sachen Haushaltsüberwachung, in Sachen Flexibilität eigentlich in Zukunft auch zulassen, damit die Mitgliedstaaten weiterhin, denken wir, mehr in Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen investieren können, damit uns sehen wir jetzt in Zeiten der Krise diese natürlich effizient und auch resistenter werden können. Wir brauchen die Investitionen in Bildung beispielsweise. Klimawandel, Nachhaltigkeit, das brauchen wir, um in Europa bestehen zu können gegenüber China, gegenüber Indien, gegenüber all den Blöcken, die Europa manchmal ganz schön alt aussehen lassen. Das heißt, auch hier brennt der Hut. Der Sündenfall war die Finanzkrise 2008, 2009. Dieses Kaputtsparen, das hat unglaublichen Schaden verursacht und dieser Fehler darf nicht noch einmal passieren. Daher auch die ganz andere Reaktion in dieser Corona-Krise, nämlich proaktiv Geld in die Hand zu nehmen und am Wiederaufbau und Starkmachen für Europa reinzubuttern. Nachhaltig ist das Ganze nur dann, wenn
die ganz großen multinationalen Unternehmen und Reichtum, Vermögen zur Kasse gebeten werden. Denn hier sehen wir schon wieder, die werden in der Krise auch noch reicher und profitieren davon. Das heißt, das hängt dann wieder sehr eng mit diesen Mindeststeuersätzen zusammen, die wir jetzt weltweit fordern. Und die öffentlichen Dienstleistungen, die so wahnsinnig wichtig sind, für die ist es wichtig, dass die Architektur stattfindet in Europa. Also nicht dieses Two-Pack, Six-Pack und all diese Dinge aus der Vergangenheit, sondern eine Architektur, die flexibler ist. Das ist derzeit der Fall als Notmechanismus. Und diesen Fuß in der Tür, den wir da haben, den müssen wir beibehalten, damit nicht nachher wieder das Falsche reaktiviert wird. Also wenn wir zurückgehen, Business as usual wie vorher, Stabilitäts- und Wachstumspakt, dann machen wir Europa kaputt. Und Gentiloni als zuständiger Kommissar hat das erkannt. Und für uns gilt jetzt auch für die weitere Gestaltung, diesen flexibleren Rahmen nicht nur zu halten, sondern auszubauen. Also anstatt dieser starren Grenzen, Verschuldungsgrenzen, bräuchten wir eigentlich sowas wie Mindeststandards, die einzuhalten sind. Also es muss flexibler werden. Reden wir kurz über die grüne digitale Wende, die ja jetzt auch gerade im Aufbaufonds, sage ich mal, und mit den nationalen Resilienz- und Wiederaufbauprogrammen forciert werden sollen. Wir sind dem natürlich sehr aufgeschlossen, haben wir natürlich klassischerweise auch starke Bedenken. Wir vertreten auch einige Gewerkschaften aus den Sektoren, die davon besonders betroffen sein werden oder bereits sind. Worauf muss man jetzt achten, damit diese grüne und digitale Wirtschaft auch sozial gerecht erfolgen kann? Der beste Schutz ist ein funktionierender Sozialstaat. Ein Sozialstaat, der bei der Ersatzrate der Arbeitslosigkeit sehr hoch ansetzt. Wir haben uns immer Flexicurity, das dänische Modell, angeschaut. Dort waren und ist der Kündigungsschutz nicht besonders hoch. Dafür allerdings ist das Verdienst während der Zeit der Arbeitslosigkeit fast so hoch wie während der Zeit, in der man eben eine Beschäftigung hat. Und ist auch entsprechend zu nutzen, um Fortbildung, Weiterbildung, also so quasi Anpassung an den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Lösung daher, Arbeitsstiftungen, ja, da gibt es eine Fülle von verschiedenen Möglichkeiten. Arbeitszeitreduktion generell, wir werden ja immer produktiver, auch das ist etwas, was natürlich wichtig ist und die Work-Life-Balance von Frauen wie von Männern erhöht, mit den Anforderungen auch an die Kinder. Und schließlich gilt es auch, all diese Änderungen nicht nur top-down zu machen, sondern inklusiv alle Betroffenen mit einzubeziehen. Das heißt, Gewerkschaften sind hier gefragter denn je. Frau Regner, Sie sind ja Vorsitzende des FAM-Ausschusses im Parlament. Mhm. Jetzt ist kürzlich ein Richtlinienvorschlag zur Lohntransparenz von der Europäischen Kommission vorgelegt worden. Der ist jetzt beim EP und im Rat. Ist der Vorstoß richtig und auch notwendig? Und worauf kommt es jetzt an, damit er auch, wir haben das ja in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass gute Vorschläge gekommen sind, die dann aber entweder so doch sehr verwässert wurden oder gar nicht durchgekommen sind im Rat. Was ist Ihre Position da? Der Vorschlag ist gut, ist ausgezeichnet, auch im Detail. Er schafft Rechtsansprüche. Er ist wirklich gut durchdacht und gut formuliert. Es ist beispielsweise die Beweislastumkehr drinnen und es ist auch ein starker Schutz schon im Vorhinein. Also beispielsweise nach der Pay History darf gar nicht gefragt werden im Vorstellungsgespräch. Also es ist ein durchdachter, guter Vorschlag der Kommission, kann man nur sagen, Gratulation. Zwei massive Mängel sind drin. Massiver Mangel Nummer eins ist, der beste Schutz für jeden Beschäftigten, für jede Frau im Betrieb, begleitet zu werden. Wenn ich diese Transparenz haben möchte und damit ich endlich den Unterschied auch ausverhandeln kann, sind Gewerkschaften. Und Gewerkschaften als solche sollen auch in der Richtlinie benannt werden. Trade Unions und Workers Representatives sind keine Workers Representatives oder sind natürlich Workers Representatives. Aber das ist so ein Herumreden um den heißen Brei. Das ist vollkommen absurd, warum das nicht drinnen ist und das müssen wir unbedingt korrigieren. Hat natürlich auch Folgen. Daher habe ich natürlich gleich mit großer Begeisterung den Pledge der Europäischen Gewerkschaftsbundes unterzeichnet. Und ich weiß, CESI wird da sicherlich auch unendlich viel Gas geben und sich ins Zeug werfen. Und das Zweite ist,
die Grenzen, ab welcher Größe ein Betrieb diesen Bericht machen sollte, damit man aufgrund dessen auch analysieren kann, was die Gründe sind, warum ein Unterschied bei den Löhnen von Männern und Frauen ist. Also das wird sicherlich ein Kampfpunkt werden. Ich kann nur sagen, wir im Parlament, glaube ich, sind mehr als ready, diesen Vorschlag zu verteidigen, zu verbessern. Also ist uns ganz, ganz wichtig. Ja, für Frauen soll gefälligst was passieren, weil dann passiert ja genauso was für die Männer. Es geht ja um die Work-Life-Balance. Welches Leben, Arbeitsleben wollen wir? Ja? Beim Rat müssen wir sehr aufpassen. Also da bin ich schon gespannt. Ich glaube, am Parlament wird es wie immer nicht liegen, sondern wir müssen uns genau die Regierungen anschauen, was für fadenscheinige Gründe sie allenfalls anführen, wenn sie da nicht zurecht aufspringen möchten. Ja, da wissen Sie, da können Sie, sofern wir das da auch ausschlaggebend sein können, dann eben auch auf unsere Unterstützung zählen. Das wissen Sie. Abschließend vielleicht auch Sachen aus Gründen der Aktualität. Das in Ungarn verabschiedete, nunmehr auch unterzeichnete Gesetz zum Schutze der Jugend, um es mal so zu formulieren, wo wir als CESI auch zusammen, was fand ich sehr schön, mit unseren ungarischen Mitgliedern da eine gemeinsame Erklärung am letzte Woche Montag herausgeschickt haben, in der Hoffnung, der Präsident würde es nicht unterzeichnen, ist nun passiert. Auch nochmal Sie als Vorsitzende des FAM-Ausschusses, wie stehen Sie da jetzt? Was ist Ihre, ich nehme an, ganz glasklare Meinung, aber was muss jetzt passieren? Was jetzt passieren muss, ist klar. Das ist ein Schlag ins Gesicht, in die Grundwerte der Europäischen Union. Was die ungarische Regierung hier macht, das ist es, die Rechte mit Füßen treten, und zwar von allen Menschen, die in der Europäischen Union leben, denn wer LGBTIQ-Rechte auf diese Art und Weise einschränkt, verletzt jeden von uns. Ich erwarte mir von der Kommission, dass sie ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren einleitet. Niemand soll Geld der Europäischen Union bekommen können, wenn er sich nicht an grundlegende Regeln hält. Das ist eine Provokation und das ist ein Rechtsbruch. Und als Europäisches Parlament kann ich Ihnen sagen, nicht nur als Ausschussvorsitzende im FAM-Ausschuss, sondern als gesamte Institution Europäisches Parlament müssen wir hier strikt vorgehen und das auch von der Kommission einfordern, die nicht herumlavieren darf. Das ist ein klassischer Fall für ein solches Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Wegner, sehr starke Worte zum Abschluss, und das ist eine Autowerkstatt. Alle Achtung. Vielen Dank für Ihre Zeit und wie gesagt, da haben Sie in uns auch, denke ich mal, Mitkämpfer. Ganz klar. Ihnen weiterhin alles Gute, dass das Auto bald in Ordnung ist. Und wir sehen uns sehr bald hoffentlich in persona im Europäischen Parlament. Ja, darauf freue ich mich auch schon. Ja. Auf einen echten Kontakt. Herzlichen Dank. Sie waren eine große Freude. Danke. Ja, machen Sie es gut. Tschüss. Danke, Sie selber. Tschüss. Auch.